In Berlin schleppt Thorsten Friedrich Fahrzeuge aller Art ab. Er muss ein Unfallfahrzeug zum nächsten Autohaus bringen. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Ach du Kacke. 3,50 Meter Durchfahrtshöhe. Wie hoch sind wir? 3,70. Wenn ich den Kran komplett runter mache. Ja gut, das Auto fährt ja. Ja, ich sag mal, es fängt nur an vorne zu bröseln. Gut, also das heißt, man könnte den auf der Einfahrt absetzen, ja, kurz die Meter hier, wenn die Schranke öffnen, gleich mal mit dem Schwung durchfahren. Ja, aber denken wir, dann machen wir das so. Die Durchfahrtshöhe zum Autohaus ist für Thorsten Friedrichs Abschlepper zu niedrig. Er setzt das Fahrzeug vor dem Autohaus ab. So, wir machen das jetzt so, der hat jetzt gerade den einen Wagen da weggenommen. Dann lade ich das Auto ab, weil kurzfristig fahren kann man ihn. Der Kühler wird noch was abgekriegt haben, das heißt, wenn er länger läuft, wird der Motor heiß, aber den kurzen Meter da hoch, ist gar kein Problem. Schnelle Lösungen finden gehört zu Thorsten Friedrichs täglich Brot. Denn auch im Abschleppgewerbe gilt, Zeit ist Geld. Je mehr Aufträge, desto mehr verdient die Firma. Hier zahlt die Versicherung der Fahrzeughalterin. Es ist niemand verletzt worden. Ich habe danach natürlich erstmal geflucht wie ein Rohrspatz, gar keine Frage. Das ist ärgerlich, das kostet Nerven, aber es ist niemand verletzt worden. Es ist nur Blechschaden und von daher muss man dann irgendwann auch mal die Emotionen wieder rausnehmen und sagen, scheiß was drauf, es ist Mist, aber... Ab hier übernimmt ein Mitarbeiter des Autohauses. Ja, dann bräuchte ich einmal links unten ein Autogramm. Hier unten? Genau. Dann kriegen Sie noch einen Zettel als Andenken. Ach ja, ich freue mich. Ja, dann ist der Tag so wenigstens richtig gelaufen. Der Zettel ist für Sie. Und dann einen schönen Tag noch. Ihnen auch, vielen Dank. Tschüss. War wichtig, dass man beruhigend auf die Leute eingeht und dass man denen sagt, irgendwie, ja, Mensch, ist Ihnen wenigstens nichts passiert und gut, okay, alles gut. Dass dann wirklich man das reduziert auf einen Blechschaden und dass die irgendwelche Fahrer irgendwie körperlich irgendwie zu Schaden gekommen sind, ist für mich immer sehr wichtig. Mittagspause für Thorsten Friedrich. Für den Abschleppdienst arbeiten 20 Fahrer im Mehrschichtbetrieb. Der erste Gang des Abschleppers geht in den Gemeinschaftsraum. Gerade beginnt die Mittelschicht seines Kollegen. Moin. Moin, Totti. Alles klar. Was meinst du, was uns bei dem Wetter erwarten wird? Bisschen Schnee? Tja, mal schauen, was der Tag so bringt. Der Gemeinschaftsraum ist sehr wichtig. Also wir halten uns hier eigentlich fast den ganzen Tag drin auf, wenn keine Aufträge sind. Und dann quatschen wir dummes Zeug, fachsimpeln über irgendwelche Aufträge, die wir vor Wochen oder vor Tagen hatten. Oder trinken Kaffee oder necken uns gegenseitig, jagen uns über den Hof oder irgendwas. Also das ist schon alles ein riesengroßer, verrückter Sauhaufen. Das ist wie eine zweite Familie, kann man sagen. Die Zentrale vergibt die eingehenden Aufträge. Mal per Handy, mal per Zuruf. Totti, ich hätte eine Starthilfe in Friedenau. Okay. Fährst du über Tablet zu, oder? Ja. Alles klar, kümmere ich mich drum. Auf der Straße ist Thorsten Friedrich Einzelkämpfer. Seine Kollegen trifft er nur zufällig. Das war Stefan. Das ist mein Passmann aus meinem Schichtteam. Wir haben immer so Schichtmodelle, dass irgendwie 2-3 Leute in einem Team sind, die dann meistens Parallelschicht haben. Und Stefan und ich sind halt, bilden ein Team, eins von den mehreren. Und wir passen halt wie Arsch auf einmal zusammen. Also wir ergänzen uns, wir können uns Blicke zuschmeißen und wissen sofort, was der andere meint. Das ist der Hammer. Das ist wie so ein Ehepartner, kann man sagen, wie so ein Ehepartner auf Arbeit. Eine junge Frau benötigt Starthilfe. Dafür rückt Thorsten mit dem 18-Tonnen Abschlepper an. Der Vorteil ist bei uns, ich sag mal, bei anderen Firmen ist es so, die haben Pannhilfs-PKWs, die fahren dann hin, gucken, dass sie das Auto in Gang kriegen. Sollte es nicht der Fall sein, müssen die Kunden vor Ort noch mal länger warten, bis der Abschleppwagen kommt. Das ist bei uns natürlich der Vorteil, was sehr verbreitet ist bei der AP, dass man halt gleich mit einem Schlepper kommt und wenn wir mitkriegen, okay, kriegen wir vor Ort leider nicht in Gang, kann man direkt aufladen und der Kunde spart sich die Wartezeit, die weitere. Doch die Größe des 18-Tonners hat auch Nachteile. Ach du Scheiße, wie soll ich denn hier rinkommen? Oh ja, das Hupen geht jetzt schneller, dass ich hier durchkomme. Oh ja, typisch Porsche-Fahrer.
Ich muss nochmal rückwärts fahren, ansonsten komme ich gleich gegen den Spiegel gegen. Weil die Blöde so stehen, dass ich hier nicht durchkomme. Du siehst ja rechts an der Seite, es sind nur noch ein Millimeter zum Spiegel. Oh ja, da braucht man Nerven wie Drahtseile. Enge Straßen, ich kenne nur einen Spruch, eng ist geil. Ich finde es total geil, in enge Straßen reinzufahren, sich da durchzumanövrieren, vorwärts, rückwärts, eine 16-Punkt-Wendung, um rückwärts reinzufahren. Es gibt keine Straße, wo ich nicht wenigstens versuche reinzufahren. Da suche ich täglich die Herausforderung. Auf dreispurigen Straßen geradeaus fahren mit einem 18-Tonner ist keine Kunst. Die engen Seitenstraßen, da suche ich den Kick drin. Thorsten Friedrich muss einmal um den Block fahren. Nun lenkt er den 18-Tonner rückwärts in die Straße. Eine halbe Stunde nach Auftragserteilung soll der Abschlepper beim Kunden sein. Die Fahrzeughalterin wartet bereits, ihr Wagen springt nicht an. Das Auto stand jetzt eine Woche, oder? Das stand jetzt eine Woche. Okay. Haben Sie mal einen Schlüssel, dann kann ich mal ein Bild von machen? Gut. Der Strom läuft zumindest noch. Ja. Also das sieht mal eindeutig nach einer schwachen Batterie aus. Wenn das Auto aber eine Woche stand, ist es relativ normal. Der Berliner hat nie eine Kfz-Lehre gemacht. Seine Kenntnisse hat er sich selbst über die Jahre angeeignet. Ich habe ein bisschen Grundkenntnis vom Auto. Ich weiß so einen Punkt, wie ein Anlasser funktioniert, wie eine Kraftstoffpumpe aufgebaut ist, wo die langläuft. So die grundlegenden Sachen sollte man haben. Besser eine schwache Batterie, als wenn irgendwas Teures kaputt ist. Ups. So, dann hier rinschneiden. Thorsten checkt die Lichtmaschine. Ja, und der Ladestrom ist bei 14,7 Volt, also Ladestrom kriegt er. Perfekt, also Lichtmaschine arbeitet. Aber meinen Sie, kann die Batterie jetzt auspassen oder ist das jetzt eine Werkstatt? Ja, können Sie zur Not machen, dass Sie das nochmal überprüfen lassen? Aber von meiner Seite aus würde ich einfach vorschlagen, eine halbe, dreiviertel Stunde Spazierfahrt sein. Muss jetzt auch nicht wie Schuhmacher mit Vollgas über die Autobahn sein. Es reicht einfach nur Stadtverkehr, dass die Drehzahl erhoben wird, dass er besser gefahren wird. Dann wird mehr Ladestrom produziert, dann wird die ja wieder aufgeladen. Gegebenenfalls in neu investieren. Kostet vielleicht zwischen 60, 80 Euro. Und dann hat man die nächsten 6 Jahre wieder Ruhe. Dann ist ja eh kein Stress. Genau, dann kriegst du nur gleich eine Unterschrift und dann kann die Fahrt fortgesetzt werden. Die Kosten für die Starthilfe zahlt die Versicherung der Besitzerin. Vielen, vielen Dank. Ihnen. Alles klar. Na dann, einen schönen Tag noch. Alles gut. Ciao. Gib mir Genugtuung. Ich sag mal, jeder Mensch braucht irgendwo Bestätigung von dem, was er tut. Und ich suche halt die Bestätigung, dass ich den Leuten helfe. Also klar, wenn ich jetzt einen Falschparker weghole und der dazwischen kommt und sagt, ey, hallo, ist mein Auto, bitte stehen lassen. Klar, die sind nicht erbaut, wenn sie uns sehen. Aber wenn wir in der Regel ankommen, wollen den Leuten helfen, schaffen es vielleicht sogar, den Auto vor Ort in Gang zu kriegen. Die freuen sich, dass das Auto wieder fährt und es gibt eine unheimliche Genugtuung. Also das ist ganz wichtig für das Ego. Nach über 8 Stunden hat Thorsten Friedrich Feierabend. Also für mich alles in allem wieder ein erfolgreicher Tag, wo nicht stumpf alles nur Umsetzung, alles nur Starthilfen, sondern wirklich von jedem mal so ein bisschen rausgepickt. Und das ist das Geile an dem Job, diese Abwechslung. Morgen erwarten Thorsten Friedrich neue Aufträge. Von Falschparkern, Unfällen bis zum Pannendienst. Mit seiner Arbeit kämpft er gegen das Chaos auf Berlins Straßen.